Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Ich habe in der Stadt alle Quests gemacht, außer die hier unten. Wer interessiert, die mache ich irgendwann nochmal. Und ja, wir fahren fort mit unserer Reise. Gucken, was die Herrschaften mir wollen. Seid doch hier hergekommen und noch ein. Hä? Und noch in einem Sturm. Oh. Ich meine, wie wäre es, wenn ihr uns helfen würdet? Diese Banditen Schergen sind mehr als nur dreist. Wir haben uns bei den Leuten hier gesetzlos und zusammengeschlossen und hier Recht und Ordnung durcheinander zu bringen. Wolfsmeister und Banditenspeer töten. Okay, aber ich wollte mich ja eigentlich auf die Hauptquest konzentrieren. Yep. Moment. Geil, das sehen wir alle. What's up? Was mal so ein Banditenspeer in der Nähe haben, sie bei sich. Okay. Oh. Ich helfe euch, Kollegen. Yes. War hier nicht gerade noch. Was zum Teufel ist die Hauptquest auf einmal hin? Trefft Pax Quistern am vereinbarten Ort und wo ist. Wo? What the fuck, der war doch. Du Schwarzmachtspeer. What the fuck, wo ist der hin? Wenn wir weitergehen, rennen wir direkt einen Hinterhalt hinein. Ich habe eine Idee für unseren nächsten Zug. Wir sollten uns hin unten am Fuß der Treppe weiter unterhalten. Trefft mich dort. Okay. Ach, da bist du. Hi. Help us! Nein, das bist nicht du. What the fuck, wo ist der Spacken auf einmal hin? So, jetzt habe ich erstmal in der letzten halben Stunde die ganzen Nebenquests gemacht. Und jetzt kann ich endlich nach dem Typen weitersuchen, der direkt daneben am Baum steht. Hi. Keine Sorge, ich habe jetzt ein paar Orte im Sinn, die Rodwick sich vielleicht verstecken halten könnte. Trumpfhalle von Arboran im Nordwesten ist ein einziges Schlachtfeld geworden, wo sich Wolfmenschen und arobanische Armee in einem erbitterten Kampf gegenüberstehen. Außerdem gibt es neben den Wolfsmenschen noch eine andere bewaffnete Gruppe, die einen Schwarzdrachen gegen die Arboraner ins Feld geführt hat. Unsere Untersuchungen liegen nahe, dass sie dem Befehl von Rurik Dayaka unterstehen und die Luftüberlegenheit von Verderben des Himmelsdrachen nutzen, um die Arboraner in der Niederlage zu nehmen. Wenn Roderick also über die Triumphhalle von Arboran kommen will. Oh mein Gott, immer diese Fremdwörter in MMOs, Alter. Brauchen seine Truppen die Hilfe ihrer Verbündeten. FIFA, wo? Wir können den Gegner. Empfehlung schreiben. Das war unnötig lang. How can I help? Okay, das ist anscheinend das letzte Mal, dass wir den Pax Quistern sehen, denke ich mal. Wir werden jetzt an einen anderen Typen übergeben. Wie es ausschaut. Ich habe den eh nicht gemacht. Das ist so ein allerwelts MMO-Gesicht. Ich rede ja so, als ob ich schon so viele MMOs gespielt habe. Dabei habe ich gerade mal Florencia gespielt. Das ist auch schon wieder 5 Jahre her. Und Star Wars World Republic und das hat auch nicht lange gehalten. Aber in diesem Spiel gibt es Drachen. Natürlich muss ich unbedingt dieses Spiel spielen. Denn es hat Drachen. Hi.
Ich störe mal das Lagerfeuer. Ich bin gerade auf der Durchreise und habe gedacht, ich nehme mal so ein paar kleine Quests mit. Danke sehr. Ich muss nur 5 von euch Meuchelbanditen killen, also keine Panik. Ich bin bald fertig. Warum gefällt es her, Mann? Ich schlag immer in der Luft herum und treff nichts. Was zum Geier? Baron Hardfaust. Oh, okay, du bist ein. Du hast so noch Quests dazu. Hier gibt, hier sind ein bisschen zu viele NPCs, als dass ich es wagen würde, dich anzugreifen. Du siehst nämlich nicht besonders nett aus mit deiner komischen Hakenhand. Okay. Komm. Bam, bam, bam. Willst du dich wieder einmischen? Nix da. Hier hast du wieder ein bisschen Gift von mir. Ich will dich noch mehr einmischen. Okay, der Baron ist tot. Die Endgegner sind easy. Was hast du mir denn so gedroppt? Nichts Besonderes. Ich muss mal zwischen euch. Ach, verdammt. Hey, du. Brauch dich noch für meine Quest. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Drache, helf mir. Oh toll, da kommt noch mehr. Diese Drachenmeister können sich schön teleportieren, wirklich. Guck dir das mal an, wie die sich hin und her teleportieren. Super. Gefällt mir. Und den Rest der Zeit stehen sie nur blöd in der Gegend rum und machen nichts. Sehr gute Arbeit. Sehr, sehr professionelle Arbeit. Attentäterschuhe. Nehmt ihr einfach mal mit. Ich habe nicht gesehen. Wäre ich nicht reingelaufen. Da ist anscheinend irgendeine Olle, bei der ich eine Quest abgeben kann. Und natürlich. Hey, versteckst du dich hier? Ey Leute, ich habe jemanden gefunden, der sich vor euch versteckt. Wollt ihr es nicht euren Leuten erzählen? Nein, okay, ich hab's nur versucht. Ich hab's nur nett gemeint. Hi. Ich wollte nicht Beute. Ich will nicht durch. Okay. Durchsuchen ja, Beute nein. Ich will die Quest. Gib mir die Quest. Ich will keine Beute. Da. I'm so busy lately. Wow, danke, dass ihr mir geholfen habt. FIFA 4, danke. Ah, du hast schon wieder eine neue Quest. Goldblut. Great Dragons, be with you. Krass. FIFA 4. Immer bin ich der Bimbo für die ganzen Leute. Ich krieg die Krätze, was? So, sammeln hier. Oh, das war jetzt. Die wachsen 10 Meter von dir entfernt, Olle. 10 Meter hättest du laufen müssen. Und wieso habe ich immer noch 0 da stehen? 0 von 8. Irgendwas ist hier nicht richtig. Ach so, ja, okay. Daran kann es natürlich liegen. Billige Schuhe, weg mit euch. Was zum Teufel ist das jetzt? Intakte Struktur, weg. Sammelst jetzt das Gras ein? Danke. Ich finde es gut, dass dieses Gras in die Zwischenablage kopiert wird. Ich finde es aber nicht gut, dass es dafür für Questgegenstände keinen separaten Rucksack gibt. Das kotzt mich, auf Deutsch gesagt, ziemlich an. Bro. Wie wenig das mich interessiert, dass du mich angreifst. Das muss ich leider töten, weil sonst kann ich das Gras nicht pflücken, weil das so wichtig ist, dass ich dieser Ollen am Gras pflücken helfe.
Ah. Schon wieder 100 Typen, die mir irgendeinen Scheiß erzählen wollen. Nichts passiert, ja. Sagen's bloß. Und danke. Nur noch Häkchen. Was? Die Olle ist gar nicht mehr hier? Ah. Sie ist anscheinend weiter. Yay, jetzt kommen wir endlich hier weg. Zum nächsten Außenposten. Und zwar ganz schnell. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, mich mit irgendjemandem von den Trotteln anzulegen. Tschüss, tschüss, tschüss. Kriegt mich auch eh nicht. Tschüss. Direkt durch dich durch. Hi. Nope. Vulkanexe, du bist wahrscheinlich kein Drache. Bist du Drache? Nein, du bist kein Drache. Du bist viel zu klein, um Drache zu sein. Du bist ein Drache. Nein, du bist ein Büffel. Hm. Aber hier bin ich richtig, oder? Hau ab, blöde Echse. Zum. Hier steht, ich muss hier hin. Oh. Sie musste erst laden, ich verstehe. Es hat ein Weilchen gedauert. Hi. Ist mir scheißegal, was du mir. Ich habe keinen Platz in meinem Rucksack. Nee. Das benutze ich und ach, irgendwas davon irgendwie wegwerfen. Egal. What did you need? Go with strength. Sehr, sehr, sehr schönen Dank. Vulkanechsengalle. Tagesquest-Item. Okay. Wow, was bist du für ein? Ein rotleuchtender Fettsack. Megalith Felsrückenbüffel. Ich will dich umbringen. Denn das ist mein Job. Oh mein Gott, du bist riesengroß. Irgendetwas gegen mich ausrichten kannst. Oh, jetzt kommen wir noch so ein blödes. Oh, da ist ja noch einer oben. Naja. Du bist anscheinend viel zu schwach. Viel, viel zu schwach. Und das hat wehgetan. Aber jetzt ist er tot. Das war unterhaltsam. Hm, Leichtkampfstiefel. Büffelmagen, Tagesquest-Item. Was? Ich muss mal erkundigen, was Tagesquest-Items sind. Was überhaupt Tagesquests sind. Sure is a nice day. Aber Moment, Tagesquests sind doch die blauen. Dafür muss ich zu dem blauen Dingsbums. Und ich konzentriere mich mal auf die Hauptquest. Oh, Prax schickt euch. Lasst mich doch schnell seinen Brief lesen, dann spreche ich mit euch. Nun gut, aber auch wenn Prax euch empfohlen hat, muss ich dennoch eure Fähigkeiten testen. Ich brauche niemanden, der im Lager nur zur Last fällt. Ihr habt sicher die Lakaien der Assassinen gesehen, die hier immer herumlaufen und uns angreifen, wenn wir unaufmerksam sind. Wenn das so weitergeht, werden wir gezwungen sein, uns zurückzuziehen. Wir können unseren Dienst in diesem Lager allerdings fortsetzen, wenn ihr uns helft, sie auszulöschen. Also ziehen zum. Okay. Das werde ich tun. Aber erstmal ein bisschen das Gebiet erkunden. Das solltet ihr mal sauber machen. Sieht irgendwie so unreal aus. Ich meine, wer hätte das jetzt noch nicht weggemacht? Egal. Also ich bin jetzt anscheinend im kahlen Ödland angekommen des Spiels. Soll es auch geben. Leider gibt es hier keinen Speicherpunkt, also Transportwegpunkt. Dafür muss ich zur letzten Stadt zurück. Das ist ein bisschen blöd. Wo ist denn die nächste Stadt überhaupt? Da oben.
Das erinnert ein bisschen an die Stadt aus Herr der Ringe 2. Die Festung, die in den Berg reingehauen ist. Naja, an der Stelle mache ich wieder mal einen Cut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Immer da denken, Just Wo. Bis zum nächsten Mal.